dann wird mit dir zurück zu einer neuen Folge von natürlich dem Landwirtschaftssimulator. Ich habe einen kleinen Trick rausgefunden, ihr habt es gesehen, wie ich das jetzt ab sofort mache mit dem Überladen. Einfach rückwärts ranfahren, werden noch, glaube ich, zweimal, also insgesamt, wenn wir hier noch abladen und wenn wir wegfahren. Obwohl, einmal werden wir abladen und auch wenn wir wegfahren. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Prozente das gibt. Hier werden wir den Helfer reinmachen. Dann haben wir nämlich im letzten Part hier was Schönes gekauft. Im Wetter. Einmal mit Holz hier. Einmal zum Holzlehm machen. Oh, ist das schwer. Gut, okay, der Wetter war dafür schlecht geeignet. Okay, Wetter hat noch niemand eine Umleuchte. Wir gucken gleich mal was. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Helfer oder Helfer-Tempomat. Mal kurz hier Musik zurückspulen. Forstmaschinen. Gut. Der braucht keine externe Kraft dafür. Das ist das Gute. Heißt also auf Deutsch für uns. Ist es scheißegal, wie viel der Wetter bringt und dass wir hier mit 50 km/h hochfahren. Den werden wir uns jetzt mitten auf unser Grundstück. Das Haus fehlt mir so. Scheiße. Oh, fuck. Es war einfach geil, das Haus. Aber es war eigentlich eine scheiß Anlage. Jetzt haben wir die Geschwindigkeit aufgenommen. Hier stand das Haus. So, Häcksler aufklappen. Das war's. Warshorn. So. Und ich hoffe, das bringt uns jetzt ein kleines bisschen Geld. Also wie ich das genau jetzt mache, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich wollte jetzt alles mit dem kleinen Manisha, Maschuta, Maschle, Lackenmange hin und her transportieren. Das Kleinholz. Und so ein bisschen Geld verdienen. Gucken, ob das klappt. Zum Glück sind ja unsere Helfer fertig. Das heißt, wir haben nicht mal so viel Minus. Wir werden auch in den nächsten paar Parts irgendwann mal wieder was verkaufen können. Zum Glücki. Zum Glück für alle. So, ob der jetzt hier zu groß ist, wenn wir mal gleich sehen. Ja, so unbeladen sieht er gut aus hier. Die Frage ist auch, dann könnte man ja ein Pferd verkaufen, weil die Pferds, die haben ja auch ihre Kosten. Plan ist drauf, die müssen wir noch abmachen mit N. Doch mit N. Da habe ich aus Versehen weg, also aus Versehen, ich habe weg, ja, nicht aus Versehen, absehen. So, versuche auch gerade noch ein bisschen die Zeit rumzubringen, ich muss heute wieder zur Nachtschicht zum letzten. Oh. So, dann gucken wir mal. Den stellen wir jetzt hier runter. Und dann brauchen wir noch eine... Ach, wir brauchen noch eine Säge. Natürlich vergessen. Das Wichtigste vergessen. Wo kriegen wir das? Weiß ich nicht. Also gehen wir hier drunter unter Stiel, Stiel, Stiel. Stiel. Jo. So. Das zum Beispiel ein Baum, der gehört uns. Aber wir nehmen hier den kleinen. Oh. Der war schnell durch.
Hallo? Baumfeld? Gucken wir mal, wir werden mal hier durchsägen. Das hier können wir per Hand nehmen. Und das werden wir jetzt hier einfach mal auf den Dings hier legen. Und dann werden wir Hexe einschalten. Oder auch nicht. Dann können wir mal gucken, was so ein Baum bringt. Wenn wir mal den Baum hier nach und nach so kaputt machen. Wo ist er? Hier. Natürlich alles mitnehmen. Jeder Gramm zählt. Dann sind wir pleite. Wir sind pleite. Das ist traurig. Wenn sie es pleite im Landwirtschaftssimulator. Oh, den Baum können wir sogar per Hand nehmen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut, dass man den per Hand nehmen können. Oh, das war zu weit. Das war ein bisschen zu weit. Ein bisschen ist jetzt das Slime-Zeug, was wir reingeworfen haben. 100. Naja. Ich wärme ja als Forster nicht. Wenn wir das hier nochmal klein schneiden. Das hier weiter rein stoppen. Hey, wo ist er? Hier machen wir. Machen wir hier. Oh, da war der Baum weg. Also aus dem Baum kriegen wir nicht viel raus. Das ist gut zu wissen. Und da ist auch der restliche Baum weg. Und was gab's das? 300. Lacht gerade mit kaputt. Dafür habe ich mein Dings verkauft. Wie weit ist denn der hier oben? Ach, der ist so nah. Ach, Mann. Ey, das gibt es nicht. Die Mission, die kotzt mich hier oben noch an. Den hier brauche ich nicht. Dann werden wir uns ein bisschen Holz jetzt mal besorgen, wenn wir das mal oben rein. Leute, das machen wir im nächsten Part. Guck mal, was so ein bisschen Holz bringt hier oben. Wenn der ganze Part gefallen hat, noch einen Moment, dann noch einen Schein kommt darauf, und wenn davon sehen wir auch nicht, dann ein bisschen was. Ciao, ciao.